Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Wir hatten schon einige Sendungen zum Thema Krebsernährung, aber auch Tumore. Was mögen Tumore gar nicht? Und da habe ich heute die Chefärztin der Biomed Center Sonnenberg Klinik hier bei mir, Alexandra Kotthaus. Und ich freue mich sehr, vor allen Dingen, weil wir doch auch in den Kommentaren immer wieder hören, was darf man denn überhaupt noch essen? Und es ist so viel Verwirrung in dem ganzen Thema. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal Klarheit schaffen. Deshalb bleiben Sie dran. Hallo, liebe Alexandra. Schön, dass du da bist. Danke, Corinne. Ich freue mich auch immer, wenn du kommst, weil du hast so ein super Spektrum, ja, also Fachärztin auch für Psychiatrie, genau, und dann eben auch die Allgemeinarzt-Facharztausbildung und diesen anthroposophischen und naturheilpraktischen Aspekt. Und ihr habt jetzt in eurer Klinik wirklich auch diesen ganzheitlichen Ansatz. Und ich kann mich daran erinnern, du hattest mit Alexander eine Sendung gemacht, so was der Tumor braucht oder nicht braucht, ja, zum Existieren. Und dir ist dann doch auch aufgefallen, dass so ein paar Kommentare waren, wow, super motiviert, ich bin wieder auf dieser gesunden Schiene. Und ich kenne das natürlich auch immer, diese Aussagen, ja, dann kann ich ja gar nichts mehr essen. Ja, dann kann ich ja gar nichts mehr essen. Und da kann ich ja gar nichts mehr essen. Da würde ich mich freuen, wenn wir heute mal da so ein bisschen den Zahn ziehen. Ja, danke, ich mich auch. Schön. Gut, man muss auch immer differenzieren. Tumor ist nicht gleich Tumor. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Thema Ernährung sprechen und Tumorernährung, auf was möchtest du da wirklich dich spezialisieren? Eigentlich würde ich mir mal wünschen, also es gibt viele Menschen, die erkläre ich dann, wie sie sich ernähren sollen, die sagen, okay, es gibt auch immer mehr Menschen, die sagen, oh, da bin ich gar nicht weit von entfernt. Ne? Aber es gibt immer wieder Menschen oder jetzt gerade ne, so was Abstraktes wie, ich gucke da jetzt mal eine Sendung und dann sage ich, dann habe ich natürlich die schlimmsten Sachen aufgelistet und dann, oh, was bleibt jetzt noch übrig? Ja, kann ich sagen, wir sind ja auch lecker. Ne? Das ist dann natürlich schon hart. Wir sind durch die gesellschaftlich so geprägt. Wir sind von Eltern und Großeltern in eine gewisse Richtung geprägt. Wir sind aber auch durch Werbung, Filme, Serien geprägt. Ja, also da kommen auch immer wieder Essens vor. Dadurch haben wir Bilder im Kopf. Ich sage mal, hey, wenn ich da so eine Restaurante-Pizza-Werbung sehe, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich da nicht ein bisschen Wasser im Mund habe. Ne? Das sind natürlich auch sehr geschickte Menschen, die dann natürlich extra tolle Fotos machen und Atmosphäre erzeugen. Also ich meine, ein Weg, sich gesund zu ernähren, führt vielleicht auch über keine Werbung gucken. Ja. Mhm. Aber dann habe ich es auch in Filmen oder in Serien, ne, da dann treffen sich die Menschen beim Essen oder ja, ganz viel habe ich das Gefühl, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr. Ne. Überall steht Alkohol rum. Ja. So ne, Glaskaraffe mit zwei Gläsern, man schüttet sich eben was ein und bespricht dann dabei was. So werden wir auch manipuliert. Man muss aber auch mal ganz klar sagen, wir essen eigentlich nicht mehr wie unsere Großeltern. Ich würde sagen, für die meisten gilt auch, unsere Eltern sind schon so ein bisschen artentfremdet. Ich meine, wir kommen auch da gab es schon die Knorr-Magie. Das fing eigentlich genau bei den Großeltern, teilweise Urgroßeltern an. Backpulver war eins der ersten Convenience-Produkte. Eigentlich so easy ist ja nicht mehr, ob ich jetzt eine Tüte Backpulver aufmache oder einen Löffel Weinstein, einen Löffel Natron zusammenkippe. Mhm. Ne? Das Backpulver braucht dann noch den Zusatzstoff, damit das Natron mit dem Weinstein nicht in der Tüte reagiert. Ne? Deswegen ist da noch Stärke zugeführt. Das ist nicht selten modifizierte Stärke. Da ist vielleicht noch ein bisschen dies oder jenes drin, damit es dann stabil ist und so Aluminium manchmal und Phosphate, die wir einfach dann, wenn ich nur Natron und Weinstein nehme, dann nicht mehr drin habe. Eigentlich liegt mir auch dran zu sagen, hey Leute, nur weil ich jetzt sage, hey, das und das ist schlecht, ja, wenn ich jetzt Produkte esse, die dann nicht am Anfang der Nahrungskette stehen, dann reichern sich Toxine an, also gibt es manchmal vielfältige Gründe, tierische Produkte, ich sag mal, mindestens einzuschränken. Es ist auch so, dass die Menschen, die jetzt mal geguckt haben, wer überlebt denn den Krebs? Das sind bei Krebsarten, die schulmedizinisch als schlecht behandelbar gelten, hat nur, also da, das ist schon recht gut
belegt, leben die Menschen länger, die selbst was in die Hand nehmen. Mhm. Und die Menschen, die wirklich eine komplett Remission erfahren, also Krebs auch zum Teil in Stadium 4 oder auch mit schulmedizinischer Behandlung vorher schon, oder also Strahlentherapie, Chemotherapie, ist nicht ausgeschlossen, dass die eine Vollremission erfahren können, aber das sind alles Menschen, die haben sich nicht auf das vorgegebene Therapieregime alleine verlassen, sondern die haben gehäuft an bestimmten Stellen in ihrem Leben. Also wenn man, es gibt nur jemanden, der das speziell untersucht, diese Vollremission, und einen Fundus hat von über 1000 Fällen. Da kommen wir auch langsam in den Bereich, der wirklich statistisch signifikant, also aussagefähig ist. Und dann gibt es Faktoren, die haben sich da rauskristallisiert. Was haben diese Menschen gemacht? Eigenverantwortung übernommen ist ein Punkt, auch einen starken Lebenswillen gehabt. Also es waren schon auch viele Faktoren, die in diesem eher seelischen Bereich angesiedelt waren, aber auch Ernährung. Die haben eigentlich alle ihre Ernährung umgestellt. Mhm. Die haben nicht alle die gleiche Ernährung gemacht, aber es gibt so ein paar Faktoren, die haben sich herauskristallisiert. Die haben in der Regel Fleisch, Milchprodukte und Zucker weggelassen und viel Obst und Gemüse, oder heutzutage sollte ich lieber sagen Gemüse und Obst gegessen und Säfte. Das ist was sich in mehreren Literaturen finden lässt. So, und jetzt geht's ja bei dem einen ein bisschen mehr in diese Richtung, bei dem anderen ein bisschen mehr in diese Richtung. Aber auch das Wort Unmengen Obst und Gemüse findet sich da drin. Und an der Stelle möchte ich jetzt sind wir ja immer noch bei manchen noch so, ich bin doch auf der Verzichtseite mit Obst und Gemüse. Also da möchte ich dann mal einmal sagen, liebe Leute, meine Oma hat mir gesagt, Kind, du kannst dich drehen und wenden, wie du willst, der Arsch bleibt immer hinten. Mhm. Und ohne viel Obst und Gemüse gesund werden, das könnt ihr knicken. Ja, so. Das heißt aber jetzt nicht, ich muss ausschließlich von Obst und Gemüse essen, sondern es gibt schon noch andere Sachen, die ich essen kann. Und ich gebe meinen Patienten, die möchte nur sagen, bitte, denk nicht, es ist eine Mangelernährung oder ne, also jetzt seelische Mangelernährung, sondern da kommt es wirklich drauf an. Da gebe ich meinen Patienten Tipps, dann essen sie mehr davon, dann ist ihre Seele befriedeter. Oder wir machen das so. Wir haben jetzt bei uns im Sonnenberg, wir haben einen sehr engagierten, kreativen Koch. Er hat einen Pizzateig jetzt entwickelt, ja, wo dann wirklich das Feedback ist, ist der jetzt ernsthaft ohne Gluten? Mhm. Und wir verwenden auch nicht das Maismehl, ne, oder Maismehl, was dann noch ein Extrakt ist mit einer ganz blöden Kohlenhydratzusammensetzung. Ja, das kriegt bei uns natürlich auch kein Tumorpatient. Und wir haben das jetzt raus. Und wo ich noch sagen will, hey, komm, es ist schon drin, mal so eine Pizza zu essen. Ich habe mittlerweile rausgefunden, wie ich zumindest, also jetzt nicht roh als Scheiben aus Butterbrot, aber Käse zum Überbacken ohne Käse hinbekomme. Hat schon den Kindertest bestanden. Ja, der gute. Muss man sagen. Manchmal gebe ich meinen Patienten auch mal, ich nenne das immer Lieblingsrezepte mit, ne? Also so ein paar Seelenrezepte, ne? Wo wir wirklich mit höchstwertigen Zutaten auch mal ein Pfannküchlein, so ein Pancake oder mal eine Waffel oder mal eine Eiscreme essen können. Ja. Mhm. Und auch ein Tumorpatient. Und jetzt kommt natürlich, kriegt der Patient im Gespräch ein Feintuning. Ne? Mhm. Ne? Da gibt es einen Satz, dann kriegt er einen Zettel von mir mit, da gibt es schon einen Satz, ne, wo drin steht, das meiste am Tag soll Obst und Gemüse sein. Ne? Sie dürfen schon auch mal so ein Pancake essen oder so. Meine Tumorpatienten dürfen auch Kartoffeln essen. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, ich setze jetzt nicht bewusst auf eine Low-Carb-Diät, sondern die, da wo sie, also es hat sich grundsätzlich gezeigt, es gibt Meta-Analysen zu Ernährung bei Krebs. Und da hat sich im Prinzip das, was ich als erstes gesagt habe, auch mit rauskristallisiert, aber nicht zwingend, dass Low Carb jetzt sinnvoll ist oder gar ketogen. Es sind nur eine Gruppe von Krebspatienten mit einem bestimmten Stoffwechsel, wo jetzt die haben von ketogen einen Vorteil, aber der ist, ich behaupte jetzt mal, nee, das brauche ich nicht behaupten, da gibt es die Meta-Analyse zu, das ist ein vorübergehender Effekt, und ein Teil des Effekts ist einfach darauf zurückzuführen, dass schlechte Kohlenhydrate gemieden wurden. Oder ne, viele Studien sind mit Fructose gemacht und jetzt wird Fructose und Obst gleichgesetzt. Ja, aber
hey, es gibt die Studien, bitte denken Sie an das Buch, ne? Krebszellen mögen keine Himbeeren. Und auch anderes Obst hat sich gezeigt als ist Krebsprophylaxe und dann hilft es natürlich auch bei Krebs. Ne? Aber die Studien gibt es auch. Es gibt eine Studie, da wurde Ratten Orangensaft gegeben. Orangensaft, ja, wo die meisten sagen, oh, das ist ja, geht gar nicht, Zucker, aber Zucker, aber was war es denn, Orangensaft? War es Fructose, Glucose, Sirup mit Orangenaroma? Das war also, oder nein, war es frisch gepresster Orangensaft? Ich kann nicht sagen, ob frisch gepresst, aber es war ein Orangensaft und kein Fruchtsaftgetränk. Okay. Ja, also das, was du auflistest, fällt ja unter Fruchtsaftgetränk. Das darf ja immerhin offiziell nicht Saft genannt werden. Auch wenn manche Menschen da auf die Packung nicht so genau drauf gucken und das als Fruchtsaftgetränk dann mit Saft gleichsetzen. Oder Nektar ist bitteschön auch kein Saft. Gut, das war jetzt ein Rattenversuch. Ich sage jetzt nicht, trinken Sie puren Orangensaft in Liter. Ne? Also das ja, schon aber da wäre es mal noch wichtig zu wissen. Aber Entschuldigung, bei allen Ratten gingen die Metastasen und der Tumor zurück. Ne? Ja. Da gibt es mehrere Substanzen, drei Substanzen, Naringin, Naringinin in Orangen und zum Teil auch in der Schale, in dem Weißen, was einfach tumorschützende Antitumorsachen sind, sage ich jetzt. Kann es auch sein, dass wir beim Thema Obst und Gemüse, weil du ja schon so sagtest, wir fixieren uns da auf diesen Fruchtzucker, dass es einfach noch so viel anderes gibt, was wir noch gar nicht wissen, weil wir die Natur noch überhaupt gar nicht verstehen. Wir kennen vielleicht 300 Bestandteile von einem Apfel und der hat wahrscheinlich, die Schätzungen gehen auf 3000 gesundheitsfördernde Bestandteile, ja. Und das ist doch so schade. Das hat doch, Obst hat mehr Vitamin C als Gemüse, ja. Also Gemüse ist auch enorm wichtig, ja. Aber das ist, und ja, dann wird's mir manchmal auch die Worte im Munde umgedreht. So, ich sage jetzt nicht, essen Sie ausschließlich Obst. Ich sage auch nicht, trinken Sie 3 Liter Fruchtsaft am Tag. Ja, es wird alles so extremisiert. Klar, dann, also auch, es ist schon wichtig, dass ich jetzt bei einem Tumorpatienten den Blutzuckerspiegel nicht hochtreibe. Wenn ich jetzt aber, und da sind Untersuchungen gelaufen, die richten sich nach diesem Glukosetoleranztest. Das heißt, da wird eine definierte Menge pure Glukose gegeben. Und dann habe ich eine Kurve, die so verläuft, eine Blutzuckerkurve. Wenn ich die Glukose jetzt mit Fett mische, Stück Fleisch oder so, dann schießt die so hoch. Und wenn ich den gleichen Zucker, puren Zucker, mit Grünzeug mische oder in dem Fall war es jetzt mal ein Zwiebelmische, dann geht die nur noch so hoch. Ja, das heißt, der Trick ist, klar, mische ich den Orangensaft jetzt mit Spinat, entsafte mir das selber, das ist natürlich dann die höchste Qualität, dann habe ich nicht den Wusch, auch wenn es Saft ist. Mhm. Nochmal die Frage zu dem Thema richtig entsaften. Wenn ich jetzt wirklich sage, bei einer Krebsernährung möchte ich die maximale Ausbeute an dem Grünen und an dem Obst und Biophenole und alles haben, muss ich einen Entsafter holen und dann wirklich diese Faserstoffe wegschmeißen oder mache ich einfach alles in einen guten Mixer rein und trinke das als Smoothie? Nein. Also auf der einen Seite ist es, ich empfehle eigentlich beides, einen frisch gepressten grünen Saft plus ein Smoothie. Es gibt ja ganz viel diese Randen- und Karottensäfte, ne? Und das teils geht es ja auch auf den Gerson und den Preuß oder Norm Walker mit zurück. Muss man sagen, das sind zum Teil Empfehlungen, die mehrere Jahrzehnte alt sind. Es gibt, die helfen zum Teil immer noch. Also es sind schon gute Sachen und gute Säfte. Ich habe jetzt leider die Fälle gesehen, wo das nicht gut ging. Und da kann man mittlerweile sagen, man muss es nicht einfach nur, das ist ja auch zum Teil empirische Medizin, also einfach Erfahrungsmedizin. Und heutzutage gibt es schon Untersuchungen auch. Und da kann man einfach sagen, hey, es gibt manche grünen Blattgemüsesorten, da weiß man, nee, die haben die 10-fache Gesundheitspower als Randensaft. Wobei der ja auch schon super ist. Ja, ne? Aber nehme ich dann den Blattspinat als Smoothie oder muss ich jetzt daraus einen Saft machen? Also mir geht es um dieses Pro-Kontra. Wenn ich jetzt den... Muss ich jetzt beide Maschinen anschaffen? Ich habe beide Maschinen. Und ich mache auch beides jeden Tag. Also, aber ich verstehe noch nicht so die ganze Logik dahinter. Der Saft ist, wenn man so möchte, oder womit vielfach gegen den Saft argumentiert wird, kein vollwertiges Lebensmittel mehr. Mhm. Ne, und man sagt, ein Smoothie ist alles drin.
Genau. Und die Fasern, die sind ja so wichtig. Ja, sind sie ja auch. Aber liebe Leute, wenn Sie so essen, wie ich Ihnen das nahebringen möchte, dann sind Sie mehr als gut versorgt mit Fasern und Ballaststoffen. Sondern ich sehe nicht, dass ich mit dem Saft ein nicht vollwertiges Lebensmittel mache, sondern mit dem Saft mache ich mein persönlich hergestelltes Heilmittel. Ich mache einen Pflanzenextrakt. Okay. Was habe ich denn in der Kapsel? Ja, das ist ein Pflanzenextrakt. Man kann Säfte ja auch trocknen und dann noch viel teurer als Pulver kaufen und dann in den Smoothie geben. Was ist es denn dann? Es ist ein Pflanzenextrakt. Ich habe mein eigen hergestelltes Pflanzenextrakt. Dadurch, dass eben die Fasern weg sind, habe ich mit einem guten Entsafter Mineralstoffe, Enzyme, Vitamine von den Fasern getrennt. Aha. Und mache die hoch bioverfügbar. Wenn ich einen kaputten Magen-Darm-Trakt habe, wenn ich einen 80-jährigen Menschen vor mir habe, und ich habe mehrere 80-jährige Patienten, die haben das gemacht, die haben sich einen Saft, Entsafter gekauft, die trinken Saft. Und dann sieht man wieder, hey, da kommt die Feuchtigkeit an. Ich habe strukturiertes Wasser im Saft. Mehr als in einem Smoothie. Dieses strukturierte Wasser ist Wasser, was die Zellkommunikation verbessert, was die Entgiftungsleistung verbessert, was den Zellaustausch verbessert, ja, was von der Zelle aufgenommen werden kann. Über den Saft kann ich wieder in eine echte Hydration kommen. Ja, der ist hoch bioverfügbar und auch im Saft. Die Fructose, falls Sie ein Stück Obst reintun, liegt da nicht pur vor. Die macht auch nicht wusch ins Blut, sondern die diffundiert über ein Konzentrationsgefälle im Darm ins Blut. Und sobald ich Grün mit dazu mische, macht es erst recht nicht. Wusch. Ich habe es auch bei ein paar Patienten gemacht, die völlig, ne, aus heutiger Sicht mit Obst überfrachtete Smoothies getrunken haben und der Langzeitblutzuckerwert ist gesunken. Ja, ist auch sehr spannend, ja. Vor allen Dingen, es ist spannend, bei dir fallen mir jetzt immer die, ich habe immer die Frage vorliegen, bis ich dran bin. Weil dann sind wir schon wieder beim anderen dazwischen. Oh, jetzt habe ich sie gerade im Kopf. Eieiei. Was war denn? Ach, mit dem Anthony Williams wollte ich dich fragen. Mhm. Mit dem Sellerie-Saft. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass der wirklich morgens entsaftet sein soll. Und jetzt nicht als Smoothie, sondern wirklich auch als Saft. Und ich habe da schon von sehr vielen Menschen positive Rückmeldungen bekommen und auch ein verändertes, positives Hautbild, vor allen Dingen auch Augenränder, die weggingen und solche Geschichten. Das war schon sehr eindrücklich. Ja. Ja. Und was sagst du dazu? Ja, ich habe natürlich auch Patienten gehabt, die dann immer so Testbomben gestreut haben. Ich trinke übrigens Selleriesaft seit 4 Wochen. Ich so am Anfang gedacht, okay, ist toll, mutig, cool, Respekt, dass sie das Zeug runterkriegen. und irgendwann habe ich gedacht, na gut, also ich bin ja auch über die Säfte eigentlich erstmalig so richtig über den Norman Walker gekommen und war dann schon so angefixt, dass dann irgendwann Entsafter im Haushalt hatte, aber dann war noch so die Hemmschwelle, ach, das Ding muss ja irgendwie sauber gemacht werden, ne? Und dann, ja. Und also da sowieso war ich schon mit Saft angefixt. Das ist jetzt gar nicht die Frage gewesen. Ne? Und wir sind dann auch irgendwann zum regelmäßigen Entsaften gekommen. Und bei uns ist der Saft hat jetzt echt einen höheren Stellenwert am Morgen zum Fitwerden als der Kaffee. Also das können gar nicht mehr leben ohne Saft. Und dann irgendwann, ja, kennen Sie den? Und das mit der Schilddrüse und so. Und ich dachte, okay, also jetzt ist mir so oft angetragen worden. Ich glaube, jetzt muss ich mich auch mal damit beschäftigen. Und muss auch sagen, ich finde das richtig gut, was er da schreibt und von sich gibt und habe das dann natürlich auch selbst ausprobiert und bin auch selbst beim Selleriesaft geblieben. Und es ist jetzt aber nicht so, dass ich denke, naja, wenn man jetzt mal überlegt, woher der so sein Wissen hat, das ist schon erstmal ein bisschen schräg, oder? Und habe also schon mir Mühe gegeben, ganz viel zu recherchieren, bevor ich jetzt sage, so, das empfehle ich auch so weiter. Ne? Also da prüfe ich alles auf Herz und Nieren. Ich habe natürlich nichts gefunden, was gegen Selleriesaft spricht. Und wer den trinkt, der soll den bitte gerne trinken. Aber ich habe auch erlebt, ich kriege ja die Fälle, die kommen ja zu mir, die das probieren, wo es nicht so funktioniert hat. Ja. Oder nur bedingt oder nur eine Zeit lang.
dann funktioniert hat. Wo ich dann schon sehe, es gibt Menschen, die sind so schwer vergiftet oder so schlechte Entgifter, dass da schon noch ein bisschen Fachwissen gefordert ist, zu sagen, da ein bisschen in die Richtung justieren, vielleicht mit einem milderen, nicht so stark entgiftenden Saft anfangen oder ne, da noch weiter die Entgiftung unterstützen. Also gestern sagt eine Patientin zu mir, mein Körper ist ein Montagsauto. Ich muss einfach mehr tun als andere und immer reparieren. Dann sage ich, ja, ich habe auch ein Montagsauto. Das heißt, ich gehöre selbst zu den Menschen, die einfach so, ja, ne, Ernährung spüre ich sehr, dass mir das gut tut, aber nur über Ernährung geht es bei mir auch nicht. Dafür bin ich wirklich auch ein zu schlechter Entgifter. Und wenn man dann sagt, okay, ich tue mal was für die Leber, bitte, wir haben schon mal drüber gesprochen, Fiebertherapie, ich mache es auch selbst, es tut mir wahnsinnig gut. Und dann braucht es noch ein bisschen Unterstützung, manchmal auf so eine Art Therapieunterstützung, damit die Therapie rund läuft. Aber ich kann sehr gute Erfahrungen damit absolut bestätigen. Was mich jetzt interessieren würde, du bist schon sehr, ich glaube, sehr strukturiert und konsequent auch in deiner Ernährung. Mhm. Und ich fände es jetzt total schön, wenn du vielleicht den Zuschauern mal deinen Tag zeigst, ohne jetzt für Aufrufe von Kritiken zu sorgen, so, oh, das kann doch kein Mensch durchhalten, sondern wirklich als Buffet dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, oh, das Frühstück hört sich toll an oder das Mittagessen hört sich toll an und da picke ich mir was raus, dass wir einfach auch schon mal dieser Vorabdiskussion so ein bisschen den Wind rausnehmen, sondern sagen, so sieht ein toller Tag aus und take it or leave it. Ja, so. Ja, also ich mache das tatsächlich, dass ich meinen Patienten das dann so erzähle, wie mein Tag aussieht. Auch ich habe mich dahin gearbeitet, ne, so und dazugelernt und rumprobiert. Und auf der einen Seite, ne, was ich dem Patienten sage, oder jetzt speziell Krebspatienten, ist natürlich schön, wenn die möglichst viel, möglichst schnell davon umsetzen können. Auch wenn ich dafür jetzt viel längere Zeit gebraucht habe. Ne. Auf der einen Seite weiß ich, das ist für manche eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite können die natürlich auch aus meinen Erfahrungen und Fehlversuchen profitieren. Mein Tag sieht mittlerweile so aus und der Einstieg dahin war sicherlich das Safttrinken, was wir jetzt wirklich schon mehrere Jahre konsequent tun. Mein Einstieg war das Safttrinken, so einen Fitnessstand zu bekommen, dass ich jetzt wirklich sage, ich stehe, der Wecker klingelt etwa 1,5 Stunden, bevor ich aus dem Haus gehe. Damit ich 1,5 Stunden, bevor ich aus dem Haus gehe, also ich bin jetzt auch von Natur aus keine Lerche. Jetzt muss man aber sagen, es gibt von Natur aus nur Lerchen. Und die Eulen müssen einfach mehr entgiften. Also damit ich mehr Lerche als Eule geworden bin, hat seine Zeit gebraucht. Da habe ich den Saft wirklich erst nach der Arbeit getrunken. Ne? Dass ich Hauptsache, ich trinke erstmal einen Saft. Und dann aber auf nüchternen Magen, das ist schon wichtig. Und dann spüle ich mir auch nicht die Zähne da drin und genieße den und speichel den ein. Also der Saft ist schon so gut vorverdaut, den kann man einfach runterschlucken. Und dann kann man 1/2 Stunde später essen. So, und da bin ich auf das Level gekommen, dass ich dachte, gut, jetzt irgendwie, wir machen das jetzt morgens mal. Und mittlerweile bin ich so konsequent, dass ich sagen kann, okay, was wir machen, wir pressen abends schon 1/2 Zitrone aus, füllen das mit 1/2 Liter Wasser auf, stellen das neben's Bett, decken das ab. Wenn der Wecker klingelt, wird das auf Ex getrunken. Dann lassen wir noch 2-3 Mal den Wecker klingeln. Das ist einfach unsere Angewohnheit, unsere Kuschelzeit. Und dann stehen wir auf. Dann ist mein Mann so nett und geht den Saft machen für uns beide. Dann gibt's 1/2 Liter grünen Saft für uns beide. Grün, was machst du da rein? Also meistens Sellerie. Mhm. Ich mag aber auch Spinat, Orange, Apfel, Gurke. Da sage ich immer KISS-Prinzip. Ja, keep it simple and stupid. Mhm. Ne? Also es gibt auch Menschen, da mache ich noch das da rein und das und das und das und das. Das hat tatsächlich bei mir schon die Grenze. Also es war jetzt nur die Frage, nimmst du ausschließlich den Selleriesaft, in der Regel, die Wirkung pur zu erzielen? Oder wenn der halt aus ist, machst du dann halt den Apfel, Karotte oder Spinat? Karotte nehme ich persönlich nie, auch Randen nehme ich persönlich nie, sondern wir haben tatsächlich immer Spinat und Gurken und Äpfel, sowas lagern wir meistens in größeren Mengen zu Hause. Aber Sellerie hat noch einen ganz anderen Vorteil. Das Gerät zieht die ganze Stange von alleine durch. Ja. Zack,
zack, zack, ist morgens sehr, sehr praktisch. Mhm. Und uns tut der gut und deswegen gibt es in der Regel sehr, mit dem Spinat muss man schon ein bisschen mehr stopfen, auch die Orange, also wir haben ja so einen horizontalen Entsafter, der braucht dann auch mehr Zeit, der Spinat, Orangensaft. Das ist also auch ein anderer, ganz praktischer Vorteil von den Selleriestangen. Gut, dann trinken wir den, dann gehe ich ins Bad, mache mich fertig, bis dann alles soweit ist und Frühstückstisch gedeckt ist, ist dann eine halbe Stunde rum. Dann essen wir in der Regel ein Brot mit Rohkostkonfitüre. Also die beiden Rezepte kriegen die Patienten auch mit. So, wenn das ist wahrscheinlich kein normales Brot, oder? Natürlich ist das kein normales Brot. Sei es der wenigen glutenfreien Brote, die aussehen wie Brot, über mehrere Tage feucht bleiben und schmecken. Schön. Mit einer Rohkostkonfitüre. Meistens halt auch Beeren tatsächlich. Manchmal essen wir Haferflocken, manchmal auch mit einem Porridge mit Beeren. Unser neuester Tick nach unserem Urlaub im Mittelmeer ist Melone mit grünen Blättern. Das geht so schnell und irgendwie fanden wir es lecker. Hättest du mir da vor 3 Monaten gesagt, hätte ich auch selbst ich die Nase gerümpft. Melone mit Blattzeug zum Frühstück. Jetzt klingt jetzt nicht so toll, aber irgendwie mögen wir es gerade mega. Mhm. So, dann wird zu Hause noch der Smoothie vorbereitet. Der enthält auch Grünzeug und wilde Heidelbeeren. Habe ich 2 halbe Liter Behälter, den trinke ich dann mal zwischen 2 Patienten am Vormittag, weil das kleine leichte Brot am Morgen hält mich auch nicht ewig satt. Bei uns auf der Arbeit habe ich es leicht mit Essen. Früher haben wir abends vorgekocht und das dann mittags gegessen. Und abends gibt es in der Regel auch, also auf der Arbeit esse ich frischen Salat, eine riesige Portion irgendwie Rohkost, tut mir persönlich wahnsinnig gut. Und dann eher einen kleinen Happen, was gekochtes. Ne? Also im Sonnenberg gibt es ja eben die Ernährung, die wir empfehlen. Und am Abend esse ich fast genauso wie am Mittag. Ne? Da gibt es irgendwas, also jetzt auch nicht Gott weiß, was für tolle Gerichte. In der Regel irgendwas Pfannengerührtes. Wir essen sehr viele Kartoffeln. Ja, ab und zu gibt es auch mal bei uns eine Pizza, ne, unter erlaubten Kriterien, aber sowas gibt's auch schon mal. Oder ja, aber in der Regel kochen wir schon auch schlicht und wir finden es sehr lecker. Und dann gibt's halt manchmal Modifikationen. Ne? Ich werde nicht satt, okay, vielleicht mal eine Soße aus Cashewnüssen dazu packen. Oder es gibt immer Patienten, die sind so, wir haben so eine Angst, gerade Tumorpatienten. Oh, ich esse überhaupt gar keine Kohlenhydrate mehr. Und aber wie gesagt, da gibt's einfach die Tricks. Sobald ich die Kartoffel mit dem Salat mische oder auch mit dem Brokkoli mische, dann habe ich nicht mehr den glykämischen Index. Und man muss auch bedenken, so ein Tumor, der ist nicht doof. Der isst auch andere Sachen. Und wenn ich dem komplett die Kohlenhydrate entziehe, sagt er, hey, Cholesterin ist auch geil. Dann mache ich dann esse ich eben das und dann mache ich mir eben ein paar Östrogene daraus und kurbel mein eigenes Wachstum an. Ja, also das ist ein Lebenskünstler, das ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, wenn man jetzt sagt, ich hungere den Tumor jetzt aus. Ne? Da würde ich echt sagen, hey, ich fütter dich nicht, mein Lieber, aber den aushungern, das ist, es gibt Fälle, da geht's. Aber das ist in der Regel spielen noch mehr Faktoren da rein. Na super. Also, liebe Alexandra, ich könnte ja mit dir immer Doppelsendungen machen oder einfach morgens hinsetzen und dann durchdrehen. Nein, aber ich möchte noch einfach loswerden, unbedingt bitte. Bitte kommen Sie auf die Gewinnerseite. Es ist nicht die Verzichtsseite. Und es gibt auch da Untersuchungen zu, aber die Menschen, die das selber erfahren, haben sie eine vitalstoffreiche Ernährung. Ihr Körper fühlt sich so gut. Ihr Körper sagt ihnen von alleine, nimm mehr davon und nimm mehr weniger davon. Ne, die Studien oder ne, die Befragten, die es da gab, die die Ernährung umgestellt haben, die sagen, vorher habe ich gedacht, es ist der Mega-Verzicht und jetzt merke ich, es ist toll und ich leide nicht. Und die paar, die leiden, die müssen, da sag ich mal, wenden Sie sich an mich, schreiben Sie mir, wir modifizieren das für sie, wir finden einen Weg. Ne? Aber ich habe ganz viel Feedback, gerade letzte Woche habe ich auch mehrere Männer gehabt, die gesagt haben, ich hätte es nicht für möglich gehalten, ich bin glücklich mit der Ernährung, ich habe gar keine Cravings mehr, ich kann so an der Schokolade vorbeigehen, das juckt mich überhaupt nicht und mir geht's so gut. Super. Schöner Danke. Abschluss. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. Ja, bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, war jetzt eine richtig motivierende Sendung, nochmal sich mit dem Thema Ernährung und frischen Säften ganz intensiv zu beschäftigen. Ich hoffe, Ihnen ging es genauso. Wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und bis bald. Tschüss.